So, wieder zurück zu Let's Play The Hunter. Und zwar, ich habe frohe Nachricht zu überbringen, beziehungsweise frohe Kunde. Wir sehen einen Gradzug-Abrepetierer im Kaliber 6,5x45, ein Blaser R8. Und ja, kann man das R8 denn hier sehen? Ja, da unten ganz, ganz klein sieht man es. Ah, da, genau, jetzt sieht man es gut. Mit einer schönen Visierung. Mein Lieblingskaliber ist endlich gekommen für die deutschen Wälder. Hier können wir mal gucken. Wunderbar. Ich werde jetzt instant aufnehmen, 20 Minuten, weil ich keine Zeit habe. Es ist 13:24 Uhr und da oben steht eine Sau. Gucke an. So schnell kann es doch gehen. Oh, komm, den nehmen wir gleich weg. Wir sehen, sie hat einen Handspanner, ein Handspannsystem. Das ist wie folgt. Wir haben jetzt praktisch unseren Dingens durchrepetiert, unseren Repetierer. Und er ist dadurch aber noch nicht gespannt. Das heißt, die Schlösser sind noch entspannt. Erst wo ich diesen Hebel nach vorne schiebe, ich kann es kurz demonstrieren. Da, diesen Hebel, da steht jetzt rot drin. Ich kann es nochmal machen. Da, jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder da. So, das Kaliber ist ein sehr schönes Kaliber, vor allem für die deutschen Wälder. Damit kannst du jetzt echt endlich alles mal schießen und musst nicht immer mit der fetten, großen, dicken Pille auf Jagd gehen. Und ich habe extra 16 Uhr begonnen, damit wir schon ein paar Saunier haben, weil ich da drauf heute wirklich ja, Akzente setzen möchte. Und ja. So, wie der Rotisch ist auch drauf. Oh. Geht ja schon gut los hier. Außen nur eine Bache. Doch da hinten ist noch eine. Okay, ja, gleich Level 7 geworden, das passt, Alter, eine ganze Rotte. Da können wir eigentlich mal den seine Vorzüge testen, wenn ich ehrlich bin. Da, Alter, was ist denn hier los? Da ist ein Stück Rehwild auch noch. WTF, Junge. Wir haben ja richtig hier zu tun. Im Bock. Ne. Wo ist eigentlich der Keiler hin jetzt? Da. Das ist zwar relativ. Klar, ich habe die Waffe auf Level 1, ich habe gestern mal einen Abschuss getätigt. Wie wir sehen, haben wir auch hier eine Backe. Das ist dieses Teil, wo der Schaft lang geht, dahinter Schaft, diese Wölbung, und das ist so eine bayerische Backe, nennt man das. Wir haben hier einen Abzug, einen leichten Abzug, der ist praktisch schon eingestochen mit Fischhaut, Pistolengriff, Vorderschaft, Ziefernrohr und Gedöns. In diesem Sinne sage ich nur, da kommt noch ein Keiler, und die wollte ich mal angucken, ob die besser sind. Das Ziefernrohr, dieses Fadenkreuz finde ich sehr außergewöhnlich, gibt es eigentlich so sehr selten bei der Jagd. Dieses mit dem Kreis drumherum. Ja, aber das Kaliber 6,55 bedeutet eigentlich nichts weiter als 6,5 ist die Hülse, wo die Patrone ist lang, also 6,5 cm. 55, glaube Milligramm, ja, Milligramm ist Pulverladung, also Nitropulver in diesem Falle. Und es ist ein gerader Abzug-Repetierer. Das werden wir dann auch nachher ganz schön sehen, wenn ich hier eine Schussfolge auf die Sauen da hinlege. Dass der praktisch, ich zoome mal kurz rein, diesen Kammerstängel, den wir da rechts an der Seite sehen, also praktisch dieses, der Repetiervorgang, den macht man eigentlich ja sonst hoch, zieht ihn zurück, macht ihn vor, schließt ihn. Und manche denken, durch den Repetiervorgang wird die Waffe gespannt. In diesem Fall ja, in dem anderen Fall nicht. Da wird nämlich der Kammerstängel angehoben und da ist die Waffe schon gespannt. Und wenn ich ihn hinterziehe, das ist einfach nur für den Patronenauswurf da. Und hier ziehen wir eigentlich praktisch gerade nach hinten. Wir praktisch machen den nicht auf den Kammerstängel, sondern lassen ihn zu und ziehen praktisch einfach nur einmal nach hinten. Und dadurch wird das relativ erleichtert, weil wir so eine schnellere Repetierfolge haben. Und ich meine, man kann da genauso schnell schießen mit wie mit der 3006. Aber da der hier schon so schön steht, na gut, spitz, ah, immer so eine Sache. Aber ja, die Sauen, die gehen schon gut. Hier vor allem. Die hier links und rechts, die zwei Stricke, habe ich noch nicht rausgefunden, was das bedeutet. Wäre ich auch, denke ich mal, noch. Oder ob es überhaupt eine Bedeutung hat. Oder ob das einfach jetzt nur Aussehen ist und hast du nicht gesehen. Weil das ist ja auch immer so ganz wichtig. Ich überlege gerade, ich glaube, ich werde, weil ich es euch zeigen möchte. Hoffe ich jetzt, dass ich ja nicht so extrem fehle, weil ich die Waffe noch nicht so hoch habe. Versuche ich jetzt einfach mal. Ist jetzt egal, die sind alles eh klein, die Keiler. Seht ihr, haben gespannt. Jetzt ist da rot der Punkt. Das finde ich sehr geil animiert. Und jetzt schießen wir einfach auf die Bache. Wenn sie stehen bleibt, weil wir wollen ja einen sicheren Schuss antragen und da muss man jetzt nicht unbedingt aus der Bewegung schießen. Na, sie steht aber auch so bah, blöde, Mann. Ne. Im Stand sind noch so gut, hätte ich mal da geschossen. Ich würde auch noch am Plappern bin. So. Ich soll noch ein kurzes Video werden. Ich wollte einfach die Waffe vorstellen.
Ja, ihr wollt mich jetzt verarschen, ne? Ich komme noch nicht seitlich in die Kammer. Ah! Früher hätte ich da zwar schon geschossen, aber ich will das ja gescheit machen. Das Kaliber ist auch nicht so groß, also man sollte schon gucken, wo man hinschießt. So, jetzt werde ich schießen. Man sieht, wie schnell der Repetiervorgang ist. Ach, fuck. Da war etwas. Da, die Sau liegt ja eine. Habt ihr gesehen, wie er repetiert hat? Ja. Er hat schon ordentlich Zug drauf, das Ding. Ich hoffe, der Ton war jetzt nicht so laut. Das wäre ganz schön blöde gewesen. Also, damit kann man schon ordentlich schießen. Vor allem, wenn man die richtig hoch hat. Ist aber wichtig, hier einen Schuss anzutragen, eine sauberen. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Weil die Waffe habt ihr gesehen, selber, wie die geeiert hat. Und dieses schnelle Repetieren ist eben unheimlich genial, ne? Unheimlich präzise. Was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es richtig genial. Ich habe hier noch zur Null, falls man Fuchs sehen sollten, habe hier noch 223er mit, aber die soll jetzt erstmal im Hintergrund stehen. Weil es ist ja relativ wichtig, Sounds sind die relativ härtesten Geschöpfe in diesem Spiel. Und die kann man damit jagen. Sowohl verwilderte Schweine als auch Wildschweine. Ihr habt schon gesehen, wie schnell der Repetiervorgang geht. Rothirsche kann man bejagen, praktisch die ganzen Hirscharten. Wapiti zählt nicht zu den Hirscharten, zählt zu den Elcharten, also, ne? Und ja, wir sehen Schulterblatt rechte Lunge auf 69 Meter. Was haben sie denn hier wieder gemacht? Vermisst, ey. Fragt man sich. Das Geniale ist ja, man kann die Sau nicht mehr bewegen, aber ich meine, auf der einen hier drauf gewesen zu sein. Schauen wir einfach mal nach. Wir haben ja Zeit noch. 20 Minuten. Ich habe links noch die Uhr stehen, weil ich habe richtig Zeitdruck. Ist jetzt schon 31 und 50. Bin ich dann wegförmlich. Da haue ich das in unser Renderungsprogramm, lade das dann hoch. Hat jetzt ja was. War da eine Fährte eben, ne? Ah, hier vom Rothirsch. Okay. Ich hoffe ja gerade noch so, ob ich das hier Sauna noch sehe, vielleicht. Aber diese Ehre wird mir wohl verwehrt bleiben. Ich muss gerade mal schauen. Hier sind sie. Was ist eine Fährte, aber die. Geht bestimmt nach. Ach ja. Okay. Ah, Mission komplett. Hat er eine angenommen? Was? Wir müssen mal schauen. Ob wir denn solche Sachen wie Schweiß finden. Oder sowas. Weil ich dachte eigentlich, dass ich die eine getroffen habe. Aber ich will euch jetzt ja nicht mit der Nachsuche aufhalten. Da die Spur nehmen wir auch noch schnell an. Ich würde einfach mal gern. Aber warum das so laggt zurzeit, weiß ich nicht. Das liegt entweder an. Aber mein PC liegt so hundertprozentig nicht. Aber an der Hand, da denke ich mal, wird es liegen. Oder an meiner Internetverbindung, die ist gerade irgendwie zurzeit richtig scheiße. Am Abfailen und. Ja. Also ja, auf den linken, den habe ich vorbeigeschossen. Ich nehme trotzdem mal die Spur an. Einfach mal einen Tracking-Skill hochzubringen. Ach so, ha! Das Stück rebelt. Aber wir können ja mal kurz hier noch lang rushen und mal schauen. Was wir so in der Runde bekommen noch an Rebel und so. Ja, ich denke auch, weil das in eine neue Tierart kommen wird. Ich habe da schon eine ganz eine relativ eine Tierart im Hinterkopf, möchte ich mal sagen. Aber das sage ich noch nicht. Oder sage ich, soll ich spoilern? Ich spoilere einfach mal, dass die Sau da trollend abgeht. Scheiße. Ah. Und zwar renne ich jetzt erstmal schnell. Ah ne, ist wieder aus dem Troll raus. Und zwar das, ich denke bald Dammwild. Was ist ein Dammwild? Das ist eine Wildart, wie soll ich sagen? Sieht aus ein Elch, sieht aus wie ein Elch, nur als Hirsch. Da steht noch eine Sau. Okay, ich habe mich gerade entschlossen, doch dahin zu gehen. Ich wollte eigentlich jetzt von hier aus schießen. Da oben hätte ich noch einen Baumsitz angebracht, wenn wir mal auf die Map gucken. Sehen wir, dass ich das relativ gut mit Ständen bedeckt habe. Unten sind es zwar etwas bewachsen, aber das ist ein richtig guter Stand. Hier sind eigentlich die Plätze, wo die Sauen am meisten sind. Quatsch. Wo das Wild auch relativ in einer guten Bestandszahl auftritt. Hier oben sind dann mehr nur diese Sauen-Rehwildgebiete. Man braucht eben auch Teile dann, wo man sagt, da machst du mal. Boah, die ziehen aber schnell ab. Scheißen Dreck. Pass auf. Das Vordere müsste der Keiler sein, ne? Nee, hä?
Ach, da sind noch zwei. Scheiße. alles gut. Ich habe mir schon gedacht, dass die hier sind wieder. Ich überlege gerade, ob ich aus der Hocke schießen soll, aber ich glaube eher nicht. Das wäre nämlich ganz schön blöd. Aber der Repetiervorgang ist wirklich richtig geil. Weil er richtig schnell ist. Es gefällt mir so. Ich habe schon gesagt zu meinen Kumpels, wenn der nächste Waffe ist ein 6,5 mal 57, habe ich gesagt. Ist aber jetzt 55. Und ich glaube, ich schieße. Die kommt besser. Ah. Super reingebackt. Ach, guck, wer da liegt. Das war mal nur Sicherheitsschuss, weil ich mir nicht ganz sicher war, den Keiler. Ach, guck. Ah! Saß auch. Also wir sehen schon, wir können damit richtig gut schießen. Also wenn ich bei Nossa auch nicht sicher bin, schieße ich dann nochmal einen Fang, trage ich nochmal einen Fangschuss an, weil das einfach mir dann zu risky ist, möchte ich mal sagen. Zack. Durchgeladen. Ah, wunderbar. Zwei Sauen angeschossen, eine müsste, oder vielleicht liegt ja da hinten irgendwo, keine Ahnung. Ich sehe jetzt noch gerade nicht. Auf jeden Fall ist das richtig genial, dieser Repetierer. Also mit dem werde ich jetzt erstmal eine ganze Zeit auf Jagd gehen. Da werde ich mich auch oft damit sehen, wenn wir jetzt nicht gerade mal auf Apitis gehen oder irgendein anderes Gedöns. Werde mich nur mit diesem unterwegs sehen. Nächste wird sein, werde ich den auf verwilderte Schweine testen. Weil verwilderte Schweine ist ja nochmal deutlich einen Ticken schwerer zu bejagen als dieser Wildschweine hier. Weil du einfach ein ganz anderes Biom hast, ein ganz anderes Umfeld und da musst du dich jeweils der Situation anpassen und hast du nicht gesehen. Und alles solche Dinge. Aber hier ist Schweißlungen. Ja, ah, sauber. Ach, guck mal, da vorne liegt im Mundbett. Oh, sauberer Schuss. Vor allem der Knall, den finde ich relativ, den finde ich richtig genial, relativ genial. Das wäre blöde gewesen. Lungenherzschweiß, also war sie schon tot. Ich war mir aber nicht sicher und dann setzt man einfach nochmal einen Schuss drauf, weil wir wollen ja das Wildbrett nicht verwerten. Also das Fleisch, ne? Sag ich mal auf Deutsch. Aber naja, mal gucken, wie das Trefferbild lag. Rechte Lunge auf 126 Meter ist relativ gut. Ich werde mal beim nächsten Schuss, weil ich mal so einen Herzschuss, also einen Blattschuss anzutragen, ist ja eigentlich immer das Blatt. Der wird, denke ich mal, so eingeweiht oder so rein sein bei der Sau. Und dann werden wir aufs nächste Feld gucken. Ich denke, da wird die nächste liegen, weil den Keiler habe ich zwar. Ich glaube zumindest ist der war, den ich da beschossen habe. Lungenherzschweiß, okay, die war auch tot. Aber ich gebe dann lieber noch mal einen drauf, weil mit einem Lungenschuss leben die immer noch und. Ich war mir jetzt nicht sicher, die sah auch aus, so aus, als wenn sie noch gelebt hätte. Wir werden jetzt sehen, ob gleich ein zweiter Schuss noch drauf ist. Ja, und dann. Ne, so. Lungenherzschweiß. Das ist der Unjagd in der Schwellen ist schon relativ leicht. Ah, gut, Blatt. Ja, linke Lunge auf 207 Metern ist schon eine ordentliche Distanz, möchte ich mal meinen. Es wird auch in den nächsten Tagen kommen. Es werden immer mal so Tutorials kommen, wie man auf. Zum Beispiel, wenn man auf weite Distanzen schießt, wie stelle ich das am besten an und wie man zum Beispiel welche Tierart, wie man die am besten bejagt, das werde ich so in den nächsten Tagen mal bringen, damit wir einfach mal dann ein bisschen Pep reinkriegen. Das habe ich mir so überlegt, weil es gibt ja wirklich viele Leute, die haben sich auf gewisse Tierarten spezialisiert, beziehungsweise jagen alles und da ist es schon wichtig, dass man eine große Bandbreite an Wissen hat, wie diese Tierart tickt, nicht nur in Real, sondern auch in dem Spiel. Hahaha, das hat sich gereimt. Aber das sollte man doch schon wissen. Und ich muss pissen. Nein, aber ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich hier auch wirklich getroffen habe. Ich meine ja, eigentlich zu, ich bin eigentlich zu 90% sicher. Das ist die weibliche Sau. Da muss das irgendwo hier gewesen sein. So auf diesen Übergang.
Aber das ist richtig geil, wie der repetiert. Ich hoffe, das sieht man auch so gut in der Aufnahme. Männlich, hier ist die Fährte nämlich lang. Ich meine auch ihn getroffen, beschossen zu haben und nicht diese Barre. Weil die Barre war ja hell und ich habe ein schwarzes Stück beschossen. Hinten war ja nur der eine Keiler noch. Deswegen gehe ich mal von der Annahme aus, dass auch dann letztendlich derjenige war, den ich da beschossen habe. So. Eine Spur. Oder ne, da liegt die nicht, ne? Das wäre blöde gewesen, wenn ich da vorbeigelaufen wäre, ey. Aber er schweißt auch noch nicht, was ich relativ komisch finde, wenn ich ihn da schon beschossen habe, haben soll, wo ich auch davon ausgehe. Es ist schon relativ merkwürdig. Weil ich stand eigentlich, meine ich, genau hinten am Eingeweide bzw. im Magenbereich drauf. Aber ist so oder so ein kleiner, also trotzdem sollte man ihn finden, aber ich werde jetzt ja nicht nachsuchen, ich werde jetzt einfach auf die Felder gehen, gucken, ob da noch irgendwie eine Sau steht. Also ich muss schon sagen, wir haben relativ viel gesehen für diese bis jetzt 16 Minuten Aufnahmezeit. Und ja, ein schöner Revetierer habe ich euch vorgestellt. Ich hoffe, das ging, weil ich hatte keine Zeit, das zusammenzuschneiden. Ich werde das nochmal ausführlich machen, dann mache ich mal weitere Schüsse, da werde ich den mitnehmen. Werde natürlich auch andere Waffen vorstellen, hast du nicht gesehen. Aber so viel dazu. Ja, wir sehen hier Handspanner, da kommt dieser rote Punkt vor. Bayerische Backe, Vorderschaft, Hinterschaft, Pistolengriff. Lastenabzug nennt sich der, glaube ich, ist mir eingefallen. Aber ich würde sagen, diese schießen wir trotzdem noch, ne? Oder in der Walachei da ganz hinten. Mann, Mann, Mann. Also ich bin mir noch nicht sicher von der Durchschlag der Patronen in dem Spiel. In Real kenne ich sie. Eine sehr schöne Rehwildpatrone. Ach, gucke. Und ich Idiot, ich bin doch so blöd, ich call. Was steht denn da rechts? Was Schwarzes? Ist auch eine Sau oder ein Fuchs? Auch eine Sau. Aber weil wir gleich zum Schuss übergehen wollen, werde ich jetzt mal kurz Kette geben. Ach Scheiße, die laufen aber auch immer dann, wenn sie nicht laufen sollen, ne? Ist so. Boah! Boah, epic Shot, Junge. Habt ihr den gesehen? Der Kugel war raus, da lag sie im Feuer. So soll das sein, Freunde. So soll das gehen. Rabaut. Ne, ich war mir jetzt nicht sicher. Ich wollte einfach mal weiter unten anhalten, um dann mal zu schauen, wo die Kugel auf die Distanz dahin geht. Ich habe so hinter das Blatt gehalten, relativ tief, weil das Herz sitzt ja bei den Sauen. Wie jeder weiß, sehr tief. Beim Reh ist es relativ hoch, also mittel, das heißt hoch. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall, diesen Part hier zu Ende zu gucken. Aber es sieht schon richtig geil aus, die Blase. R8. Also das war ein richtiger Traumschuss gerade. Also so stellt man sich das vor, man geht drauf, zieht runter und die Sau liegt im Feuer, beziehungsweise das Stück Wild. Wir wollen das jetzt mal nicht so auf eine Wildart beschränken. Aber so soll das eigentlich größtenteils aussehen. Das ist auch ein weidegerechter Schuss gewesen. Er hat entweder linke, rechte oder ich denke auch bald das Herz erwischt. Aber jetzt so, da falle ich. Ah, da seht ihr einen Schuss. Warte, ich kann mir heranzoomen. Ich war ja schlau und habe die Digitalkamera mitgenommen. Haha. Und zwar, da seht ihr den einen Schuss. Ich bleibe mal ganz kurz drauf. Links hinterm Blatt, also eigentlich perfekt. Aufs Herz müsste ich abgekommen sein. So. Oh, die Framerate ging schon wieder in die Knie. Ja, wir waren gerade bei 20. Ah, rechte Lunge, Herz. 164 Meter. Das ist schon eine gute. So, das finde ich immer sehr geil. Man kann die Sau jetzt hier nirgendwie ziehen. Man steht jetzt praktisch hier und denkt sich, aha. Schön. Naja. Deswegen habe ich auch mal diese Dings dabei. Jetzt kann ich nochmal reinzoomen hier. Da haben wir den einen Schuss da. Weil wenn man dann einen Rekordkeiler schießt und man kann dann nur so ein Assi-Foto machen, das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck des Erfinders. Aber naja. Das kann aber nicht wahr sein. Saun über Saun. Pass auf, wenn die schon mal so nahe stehen. Warum nicht?
Nein, danke sehr. Naja, eine Sau haben wir noch erwischt. Ja, schön. Also, habt ihr gesehen, wie schnell er eben repetiert hat? Also, ist schon genial. Ich habe auch eine Vermutung, vielleicht, dass sie da hinten noch verhofft. Nein, ja. Aber ihr seht, Schussresistenz sind die Sauen schon. Man kann auf der einen Feld schießen und die anderen. Renn ich weg. Ich dachte jetzt schon, ich muss nochmal flüchtig ran aus den Ständen. Lunge, linke oder rechte Lunge, welcher bestimmt. Ich war mir, ich habe auch gar nicht mehr, bin auch gar nicht mehr hinterhergezogen, weil ich gesehen habe, wo die Kugel hinging, förmlich. War das dann schon so im Gefühl, dass da hinten ein Pfahl steht. Ich dachte, da ist noch ein Stück Rehwild. Wenn wir mal kurz tracken nochmal. Weiblich, ja. Passt soweit. Denken wir an einen sauberen Schuss wird es gewesen. Ja, hier sehen wir wieder einen klasse Schuss. Linke, oh, rechte linke Lunge. Da hätte sie eigentlich im Schuss liegen müssen. Weil bei 93 liegen sie, das ist wieder dieser kleinen Kaliber. Also nicht klein, aber es ist ein relativ kleines Kaliber und deswegen ist das nicht der Fall. So, ich hätte gesagt, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich hau das jetzt in die Renderung und heute kommt er noch hoch. Ich schätze so, jetzt ist 13:45, wir werden so gut mit 18 bis 21 Uhr rechnen müssen. Ich sag ciao und wir sehen uns, ne? Tschüss.